Ich weiß gar nicht, wofür ich diesen blöden Dietrich gekauft habe, ne? Ich auch bis jetzt nicht. Wie überall nicht reinkommst. Da kommt man nicht weiter? Weil er wieder hinten geradeaus. Spielst du wieder mit Dynamit? Ja, ich habe eine Handgranate da mal hingeballert. Dachte, vielleicht passiert da was mit dem Elefanten. Ich höre einen Hubschrauber. Mammut, besser gesagt. Keine Chance. Ah, shit. Tot. Bin oben. Danke. Zum Glück sehe ich deinen Eierkopf. Kümmern wir aber ganz schön um, wie die fliegen, oder du? Ja. Ah, da sind wir ja schon mal rüber geflogen bei diesem Freizeitpark. Danke. Hab gerade blöd geschossen. Also hier waren wir auch noch nicht. Kannst du auch aufnehmen, diesen Flammenwerfer da. Ja, Flammenwerfer weiß ich nicht. Ist nicht meine Sache. Meins auch nicht überhaupt. Ah, hier! Hier ist ein Mörser. Ja, deswegen. Lass uns mal hin. Was ist das hier? Geothermal. Was ist schon wieder so komische Musik? Bist du das? Ja. Ich dachte, man kann was Tolles mit dem Mörser machen. Machst du noch die ganze Zeit? Scheiße, was hast du mit denen denn gemacht? Guck mal auf der anderen Seite zu dem Baum, wo ich bin. Was sie da aufgehangen haben. Oha. Das erinnert mich irgendwie an den Film Horseman oder so. Sehr dekorativ. Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Das ist so eine Geißel. Ziel erfasst. Ah, guck mal hier. Zwei Flugzeuge. Jetzt geht's mit dem Flugzeug los. Jetzt war's. Ich hab einfach auf den zweiten geschossen. Bist du das Flugzeug? Nein. Ich hol mir den Gegner von der Seite. Jo. Ich visiere das Ziel an.
Ich weiß, das bin ich ja auch. Ja. Das ist einer mit Flammenwerfer hinter dir. Okay. Den hast du nicht gemerkt, oder was? Nee, ich hab nur einen warmen Rücken gekriegt. Frag das. Ich weiß nicht, ob ich den Mörser alle verballert habe. Ich glaube, 2 Schuss waren noch im Mörser, sonst kann man das Flugzeug natürlich mit dem Mörser runterholen. Der schmeißt sogar Bomben. Ich habe 2 Drittel noch. Erstmal einen Flammenwerfer alle machen. Ja. So, ich guck mal, dass ich jetzt komme. Hier, Lusche. Ich hole mir den Gegner von der Seite. Heißen Dreck. Wo ist meine Waffe? Jetzt hol ich ihn mir! Ach, Kacke! Oh. Bist du schon wieder tot? Ja, ich bin beim Mörser. Ich suche meine scheiß Waffe. Egal, muss ich mir später holen. Ja, komm, nicht mit mir. Ich glaube, den kannst du nur mit dem Mörser wegmachen, im Flieger. Alter Schwede. Weiß ich. Fünfzehn. Ah, war noch 25. Hast du mit dem Mörser getroffen? Keine Ahnung, der raucht. Ja, aber der raucht. Ah. Ich verkiere den Gegner! Ja, er ist runter. Ja. Das ist noch ein Mörser von mir. So. Okay. So, haben wir es geschafft? Geht doch. Da hinten ist wieder irgendwas. Irgendwas Rotes, ja. Alles gut. Ach, danke. Ich dachte schon, ich... Wo ist meine Tasche? Oh! Scheiße, scheiße, scheiße! Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lenz. Warum rennt er weg? Aber wir müssen ihn verfolgen, ne?
Sieht so aus. Hörst du jetzt zu? Also, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt. Mein Gott, was jetzt? Was du? Eine ja. Tasche. Wo ist meine Tasche? Scheiße! Ich habe meine Tasche verloren. Mist. Ja, da war einer. Ja, genau. Ich und ihre ja. Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Eine Tasche müssen wir holen. Da ist die Tasche. Sogar mit Maschinengewehr nach hinten. Wo ist die Tasche? Hier vorne in den See, da wo du den Mörser gemacht hast, da muss ich tauchen. Woher weiß das denn? Ach so, die ist markiert, okay. Ja, weil ich sie markiert habe. Ja, super, da ist ein Loch. Ja, du hast ein Tauch. Ja, aber erstmal tauche ich wieder auf, weil. Ich war schon so lange unter Wasser. Mann! Wir haben was Rotes, sehe ich da. Ja. Du wirst wünschen, du hättest Blitz! Sichere das Gebiet sich auch. Was? Sichere das Gebiet. Ach, die kommen damit fort. Hast du noch Feinde? Ja. Ah, cool. Da ist immer noch einer. Ach, der steht wieder auf. Vernichtet sie! Da sind sie wieder! Der steht schon wieder auf. Ich bin auch irgendwo. Ah, nein! Hey, komm schon. Hinter mir war noch einer gekommen. Shit. Ja. Sniper ist nicht toll dafür. Doch. Lebt der andere noch? Ja, ne? Der Doktor? Ja, die muss ich doch seine Tasche bringen. Wo ist der denn jetzt überhaupt? Hier. Ganz genau. Ach, da. Er lacht. Er ist gut drauf. Verflucht der Scheiße! Und warum schreit der Scheiße? Haben wir eine Chance gegen Joseph Seeds hirntote Handlanger. Entschuldige, ich heiße Charles. Alle nennen mich Doc. Aber ich bin nicht so ein Doktor. Ich bin Tierarzt, aber so wie es im Moment aussieht, auch der Notarzt hier. Schusswunden zunähen ist wirklich was anderes, als Kälber zur Welt zu bringen. Das sag ich dir. Tut mir leid. Ist doch egal. Die Sache ist die. Ich bin über etwas gestolpert, das die Angels anzieht. Das heißt, wir könnten sie zusammentreiben. Ich wollte einen Feldversuch starten, aber der ist schief gegangen. Verdammte Sekte. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich länger hier draußen unterwegs bin, gehe ich nur drauf. Ich muss zurück zum Gefängnis. Willst du mal lachen? Ich habe eine Liste mit dem, was ich brauche. Hier im Raum ist eine Panzerfaust. Hab ich gesehen, ja. Hab ich gesehen eben. Er muss zurück zum Gefängnis, oder was hat er gesagt? Sammel unbeschädigte Bärenhaut, sammel unbeschädigte. Meine Ausrüstung ist noch was. Ein Teil von mir wünscht, ich wäre am Carroll College geblieben oder sogar nach Missoula gezogen, so wie es Paul wollte. Nicht, dass das unsere Beziehung gerettet hätte, aber ich wäre all dem hier vielleicht entkommen.
Aber dann hätten es Tracy und Virgil und die anderen vielleicht nicht geschafft. Ach, wer weiß schon, welcher Weg der richtige ist. So, fertig gelabert. Schon wieder einer. Ja. Ja. Ich hoffe, die Kämpfe sind bald. Da hier sind die Posten. Sonst geht die Medizin aus. Wir müssen einmal hier hin. Was brauchen wir? Bärenhaut? Ja. Ja, wir brauchen Bärenhaut und dann irgendwie noch Pronghorn heute. Machen wir erstmal die Dings da hier. So. Da hinten rennt schon wieder einer mit einem roten Kreuz. Da hinten ist auch schon ein Quad, da können wir losbauen. Ach, das ist wieder einer von den Verrückten. Was machst du? Ich hab mal geschossen. Achso, Quad holen. Ja. Ich komme mal zu dir. Obwohl, ich komme zu dir. Mal sehen, wenn ich das Quad drauf kriege. Nee, warte, ich bin schon da. Bist du drauf? Ja. Scheiße, wenn du einmal vom Weg von da bist. Machen wir sowas auch? So. Da komme ich nicht vorbei. So, Straße. Da ist ein Bär. Ja. Hinter uns auch. Trag, Achtung. Mit Beklopptis. Stand hinter dir, hast du den eben nicht gesehen? Nee, der stand vor mir. Scheiße, jetzt bin ich tot. Ah, ich auch. Nein! So unglücklich. Gerade in dem Moment, wo du sagst. Na, egal. Da waren zwei Bären, ne? Shit. Mhm. Aber es waren noch keine Schwarzbären. Ach so, wir brauchen Schwarzbären. Das Flugzeug ist schon wieder da. Jetzt nehme ich die Panzerfaust, mal sehen. Komm zu Daddy. Ist nur einmal rüber geflogen, oder? Er kommt zurück. Ist er weg? So aus. Nee, da kommt irgendwas Rotes, dreht sich schnell bei uns. Nö.
Dann komm, dann gehen wir jetzt zu Fuß zu den Bären. Ja. Ich hab Musik. Ach, das ist wie ein Truck. Und irgendwas sieht mich schon wieder. Ah, ich stehe jetzt hier gerade in diesem scheiß Drogenfeld. Ich mach einen Hit nach dem anderen. Was ballert. Cool. Endlich hat man seine Ruhe. Nee, da kann man nicht durchlaufen. Wollen wir lang? Du bist da lang? Okay, dann komme ich da mal mit. Da oben ist auch noch ein Haus, ne? Das will ich auch halbwegs hin. Mhm. Bloß die Schräge, denke ich, kommen wir sonst nicht hin. Und vor uns zwei Rehe. 92 Schuss. Weiß ich gar nicht, wie viel Schuss habe ich hier. 104. Da sind auch welche. Ja. So. Mhm. Hallo. War das wieder. Alter, ist heftig. Stell mal vor, du hast eine ganze Stadt, die nur mit Hallo ist. Jetzt weißt du, warum so ein Snipergewehr mit Schalldämpfer gut ist. Du kannst hier alle schön einzeln abballern, weil keiner was mitkriegt. Oben im Haus ist einer. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Mein Kumpel und ich haben ein paar Sachen in einer Höhle hinter einem Wasserfall versteckt. Reinzukommen muss man den Fluss unterbrechen und sich abseilen. Den Fluss unterbrechen? Ja. Hm. Da ist irgendein Rad, was man denn setzen kann. Ja, oder irgendwas da rein tun, ne? Nee, nee, das sieht aus wie eine Sperre. Hier ist drin, ist was. Ich krieg die Tür auf. Kaputt hauen. War, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Kein Baseballschläger mehr. Was ist das für ein Scheiß? Ach, hier ist eine Höhle. Es stinkt hier. Hey, ich habe gehört, dass es in den Widerstandshops neue Sachen gibt. Das könnte sich lohnen. Ah, hier komme ich rein. So, ich bin in ein Haus drin. Mission Wasserrad habe ich gefunden, ja. So, irgendwo muss eine Schleuse sein. Oh, draußen drei Leute. Einer war hinter dir eben übrigens. Was? Einer kam von hinten. Da kommt einer mit dem Trecker.
Ist ja heavy. Haben wir alle geschafft? Ja. War ja, obwohl Puma. Ich hab noch rote Kreuze. Ach, ein Puma oder so rennt da durch die Gegend. Ja. Ja, dann komme ich jetzt mal raus. Ne, irgendwas bewegt sich doch. Da kommt schon wieder ein Squad. Eddie. So. So, ich habe das so. Wasser abgestellt. Womit denn? Hast du den Hahn gehabt? Mhm. Jetzt kommt es schon wieder? Was? Ja, da fehlt ein Rad. Da fehlt ein Rad, du kannst es nicht abstellen. Weil irgendwo ist ein Getriebe, was fehlt. Weil ich habe ein Getriebe auf der anderen Seite wahrscheinlich. Oder oben. Ist doch jetzt zu. So, jetzt hast du zu. Ja, und dann geht's gleich wieder auf. Und hier kann man sich abseilen. Aber dann geht's wieder auf. Ja, weil ich habe in der Hütte habe ich ein Getriebe gefunden. Vielleicht muss das noch angebracht werden irgendwo. Oder gibt's da noch ein zweites, was man stellen kann? Also hier ist ein Rad auf der Seite, wenn du guckst. Ja. Das war schon die ganze Zeit da, nicht? Das hast du nicht rangemacht, oder? Nee. Und dann geht's wieder hoch, ne? Nö, ja, jetzt ist es unten. Ist alles okay, kein Wasser. Und jetzt kann man sich abseilen. Komisch, müssen wir das beide machen, aber ich habe zweimal ausgestellt, ne? So, und hier ist eine Höhle. Zähl loslassen. Zum Glück macht der automatisch eine Taschenlampe an. Das erinnert mich so ein bisschen an Forest hier. Stimmt. Hey, ja. Oh, das gibt Geld, das gibt Geld. Ah, wo ist die... Und Punkte. Wo ist das Katana? Ja, stimmt, wo ist das Katana? Ich habe auch Oregano mitgenommen. Warte mal, wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich wieder? Lass mal gucken. 13 Punkte, ich kann mir wieder was kaufen. Aber die spare ich, bis ich mir die vierte Waffe dazu holen kann. Ich habe 8. Was war das hier? Reisetasche? Ich hoffe, mehr Platz für Gegenstände im Inventar. Auch nicht schlecht. So, ich krabbel wieder aus der Höhle raus. Gesundheitsboost 6. Das kaufe ich mal. Sowas kann ich gebrauchen. Ein Pro-Spieler. Du hast Jahrzehnte lang in Kottoswerk gespielt. Ja, stimmt. Bist du das da drüben? Was? Nee, das bist du nicht. Ich versuche hier... Hallo! Ich hab da drüben einen. Lukas, oh. 476. Ja, da rein. Er ist 476. Moin. Lukas, oh, ich muss mal eben kurz was raus. Mal gucken, ob es dann weitergeht.
Muss das mal eben hier umstellen. Und danke für Follow! Mir geht's gut, dankeschön. Uns geht's gut, ne, Gray? Yes, of course. Uns geht's echt gut. Mal eben hier wieder ins Spiel rein. Klicken. Damit es hier weitergeht. Ich finde das witzig, dass man sich Kletterhaken ganz oben aussuchen kann. Danke Pachi-chan für Follow, danke Zaidario01 für Follow. Ach, hast du jetzt 20 Follow? Ja, hier sind gerade ein paar dazugekommen. Ich schätze mal, vielleicht habe ich einen Raid gekriegt von Nessie, oder? Wo bist du? Ins Wasser gesprungen, oder was? Nein, nein, ich krabbel jetzt ganz nach oben wieder hoch. Ach so. Ah, der Kletterer noch. Ich bin gerade runtergerutscht hier. Wo ist der Kletterhaken? Ja, kannst du, musst du runter. Du musst ins, nach unten ins Wasser. Doch, ins Wasser. Ja, ja, ich, von da habe ich auch nirgendwo gefunden, wo ich einen Kletterhaken habe. Ja, okay. Ah, da. Und jetzt kannst du eigentlich einen Kletterhaken nehmen und dann. Oh. Ah, noch nicht. Ich geh mal da hin. Hier sieht so aus, als wenn man hier hochkommt. Stückchen für Stückchen. E. Und hoch. Danke. Danke, 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 Lukas. Sehr lieb. Guck von dir die Kletterhaken an, du machst ein E. Dann kannst du den obersten Kletterhaken gleich anvisieren. Den obersten gleich? Ja, ja, du kannst überspringen. Von die 50. Okay. Mach ich mal. Oh, yes, you are right. Jetzt knall ich gegen. Au, au. Ja, aber es passiert ja nichts. Eine wilde Reise war das. Aber kannst du mal sehen, dann kannst du den Seil 50 Meter weit schmeißen. So, 316, da gehen wir mal hin, ne? Yes, 246. Ein bisschen abtreiben hier. Hast du schon mal eine Ratte erschossen oder so? Nö. Vielleicht gibt es da auch irgendwas für da. Au! Und dann haut er wieder ab. Das geht nicht hier. Vielleicht brauchen wir den. Lündern, Puma-Haut habe ich im Sack. Yes, of course. Nehme ich auch mal mit. Kann man schließlich verkaufen. Da rennt wieder so ein Zombie-Freak rum. Auch ein Sniper ist da vorne. War da vorne. Gehen wir da mal hin. Aber wir hatten noch eine andere Markierung, oder nicht? Ja, wir wollen eigentlich da. Ist sie denn da? Ja. Ach komm. Weil da soll ja eigentlich der Schwarzbär sein. Gehen wir da mal hin. Echt jetzt? Schwarzbär? Ja, ja. Eigentlich der Schwarzbär da. Wir müssen ein bisschen um dieses komische Hallo-Feld umzu. Ach, das haben wir schon in die Luft gesprengt. Schwarzbär, den sollte ich mal eben nachladen, vielleicht. Die andere Waffe auch. Ja. Okay. Das also war Sniper auf Close Distance, wa? Diese Hallos sind aber echt heftig. Ja. Ah, hier oben. Wollen wir mal gucken, oder von da aus. Ah, hier gibt's einen Rucksack. Ich hab da eben was gehört. Warte mal, ist das nicht der Bär, ist das dieses Gnu? Warte mal. Boah, Heddy! Also so eine Antilope habe ich da erschossen. Kann ja, man da runterspringen? Das sind die Antilopen, davon brauchen wir welche. Ah, Kacke, wo waren das jetzt?
Dachte, ich bin in die richtige Richtung gesprungen. Ich seh's nicht. Seht auch nichts. War doch hier irgendwo, oder nicht? Ja, aber theoretisch weiter weg. Vielleicht auch wieder so Hallo-mäßig, oder was? Nein. Oh, aua. Ich seh's nicht. Das war doch tot. Schon scheiße. Wir morgen aber frei. Das sind doch keine One-Shot-Dinger, ne? Sie gehören zu uns. Mhm. Also gibt es dich wirklich. Oh, denen geht's nicht so gut mehr hier. Du hast also beim Gefängnis geholfen. Ja, ist richtig. Ist das eine Höhle? Nee, ne? Nee. Ja, nur so ein kleiner Unterstand. Ich arbeite da beim Gefängnis. Die sind aber irgendwie ein bisschen zu lahm, ne? Oder? So, jetzt wollen wir mal gucken, Sandel, dass wir die... zwei und... ein unbeschädigtes Schwarzbärenhaut. Das haben wir nicht erledigt. Schwarzbären haben wir, so wie es aussieht, erledigt. Weil ja, da ist... komisch. Das hatten wir vielleicht noch im Inventar. Ja, gehe ich von aus, weil wir haben ja schon etliche Bären erschossen. Honghorn heute. Ja, so. Hm. Und dann müssen wir wieder zur Plattform hin. Mal sehen, ob die jetzt da um die Ecke sind. Honghorn. Da ist gerade irgendwie ein Puma gespawnt hinter uns. Der Dings da hier, was ist denn das? Ist das ein Bär? Da ist das, der Bär da hinten. So, und das können wir jetzt nicht versehen. Übersehen, besser gesagt. Ja, das stimmt. War da hinten noch ein Bär eben? Bin ich ganz sicher. Hol das Ding. Mal gucken, ob das das Richtige ist. Plündern. Ja, es ist richtig. Ah. Oh, Blady. Ah, ne, es war kein Bär, war ein Stein. Hast du Probleme? Nein. Da hinten ist noch eins. Herausforderung abgeschlossen. Okay, wahrscheinlich, weil wir beide das geholt haben, haben wir allerdings die zwei gehabt. That's right. Das stimmt ja auch, logisch. Ich nehme noch eine Blume mit hier. Ich glaube, die kann man auch sammeln. Nehmen ja, voll. Nehmen voll, nehmen voll, nehmen voll. Shit. Okay. So, jetzt gehen wir zu den Bären. Neuer Sprung auf Base Jump gefunden. Zu der Kürze. Das habe ich schon weggesprengt hier. Ja, sehe ich jetzt gerade. Mhm. So. Wo wolltest du hin? Sonst fahren wir mal mit einem Quad hier oder so. Hier, wir müssen jetzt zum Bären. Ah, hier ist so eine Kiste. Abblindern voll. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Eigentlich ja. Hier unbeschädigte Dings aus Schwarzbärhaut. Was steht noch da? Dann haben wir es doch noch nicht, du. Hä? Was ist denn bei mir jetzt los? Ich guck mal Map. Da sind ja auch die Tiere abgebildet, ne? Manchmal. Ja. Weil... ich habe jetzt noch keine Dings für Bären mehr. Ich kann ja nicht einen Kilometer durch die Gegend fahren, oder was? Honghorn habe ich. Was ist das hier? Amerikanischer Schwarzbär. Wo ist denn das? Auf der Map. Ja, klick doch mal an. Och. Ja gut, das geht noch. Ach doch, da unten ist er, ja. Dann fahren wir da mal hin. Fahren wir hin. Da. Da. Du hast die Karte, also ich bin drauf. Ich habe das markiert, aber ich sehe hier natürlich nichts. Ja, weil wahrscheinlich... Guck mal eben auf der Map bitte, in welche Richtung wir fahren und so.
Wir müssen jetzt nach Süden, rechts drehen. Da war ein Schwarzbär, Gray. Da war einer eben? Ja. Aber wahrscheinlich ist das ein Pseudo-Schwarzbär. Jetzt rechts, runter. Genau, ach, da siehst du ja schon die Spur. Ja, das ist wirklich ein Schwarzbär. Jetzt ist ein Bison. Oder was? Dreh um, wir müssen zurück. So, jetzt siehst du ja die Spur, nicht? Fahr einfach lang. Die sind uns egal, wir sind schneller als sie. Los, Gas geben und vorbeifahren. Siehst du, wir sind auch viel schneller als sie. Ja, ich hatte nur so ein bisschen gezögert, wegen dem Schwarzbären, der da eben halt gerade war, weißt du, aber da schießt du drauf, dann ist wahrscheinlich schon wieder kein Schwarzbär mehr, ne? Genau das, weil ich glaube, das kann. Deswegen fahren wir lieber in das Gebiet, wo Schwarzbären sein müssen. Hast du geschossen? Nee, ne? Flugzeug, ne? Nein, das ist das Flugzeug über uns. Ja. Deshalb eier ich so ein bisschen, weißt du? Ja, ich guck grad, ich sehe ihn nicht. Viel Spaß dann noch, danke, danke, danke. Jetzt aber richtig gut. Danke. Ich merke, dass du öfters Formel 1 gefahren bist. Luftunterstützung im Anflug. So, jetzt müssen wir runter in den Wald rein. Fahren wir erst kurz am Wald ran. Ja, wir fahren aber im Stück die Straße weiter. Okay. Weil auf der Straße sind immer irgendwelche Autos. Ich springe ab. Ja, ich hab jetzt hier beim Schild geparkt. 160 Meter, so eine Ecke. Das ist nicht weit, ich bin schon bei 116. Reload, Hammer. Okay. Was würde die am Fasan eben? Ehe, Frau. Da ist Schwarzbär, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ich dachte, ich hätte ihm was gesehen. Ich dachte auch, ich habe was Schwarzes gesehen. Wolf. Das, nee, das ist ein Wolf. Und ein Reh. So, hinter uns 36 Meter. Ja, dann gehen wir da mal hin. Jagdstand. Hm. Ach, cool, da gibt's ja Ausrüstung. Okay. Ah, hier auf der Straße? Na gut, auf der Straße sind die auch manchmal, ne? Oh. Hm. Schwarzbären, wo seid ihr? Sind nur Kultisten.
Wir werden Ihnen die Morde an den Unschuldigen schon noch heimzahlen. Alter, ist das heftig. Da rannt hier eben eine Frau auf der Straße, ich renn hin. Sie schreit nein, auf einmal ist es ein Behirsch. Mist. War nur ein Puma, oder wie das heißt. Warum rennt der vor uns weg? Ich will auf Waffen kaufen. Da ist ein Bär! Wo? Oh, der ist ganz da hinten jetzt! Ich hab keine Zeit für euch, ich Spastis hier. Ich muss meinen Bären jagen. Aber der ist wahrscheinlich so schnell. Truthahn! Truthahn! Mann! Ich verfolge einen Bären. Hast du mal einen Bären markiert? Der ist irgendwie markiert, ja. Aber der ist irgendwie unter der Erde hier. Du bist zu weit weg, ne? Weiß nicht, ich komme in Quad. Wer ist despawned? Ich fass es nicht. Wer ist despawned? Der war hier unten und dann ist er despawned. Ja, wollen wir wieder zurück in das Gebiet? Ja, okay. Check, bin drauf. Mann, den habe ich schon so viele Schüsse da gegeben. Kann aber auch was ab. Hä? Kann ich was ab? Bin abgestiegen. So. Pack ein Bär? Habe ich das richtig gehört? Ich glaube ja. Hört sich irgendwas an wie ein Bär. Den Fahrer musst du ausschalten. Schalt den Fahrer aus. Na, hab ich nicht hingekriegt. Doch, der ist rausgesprungen, oder? Ups. Die sind abgestürzt. Danke fürs Arschretten. Ja. Ja, wir haben noch Zivilisten befreit, sag ich doch. Danke fürs Arschretten, sagt er. Achtung, Bären. Steht hier auch noch ein Schild, ne? So, ich hab's hier wieder markiert. Wo der scheiß Bär ist. Schreit doch einer, Bär aufpassen. Ja. Oh. Ich höre was. Hier, bei mir. Der tötet mich gerade.
Nein, kann er nicht. Ich hab mein Magazin reingeschubbelt. Coming. Ja, wir haben es geschafft. Wow. Jetzt müssen wir zum Doktor, glaube ich, oder? Da habe ich aber alles gegeben, ne? Ja, ich erreiche auch. Dr. Charles Dingsbums da. 400 Meter, das ist das wahrscheinlich. Ja. So, und an der Straße war, glaube ich, unser Quad. So, Auto oder Quad? Quad. Ich hole ich mir, der wir sehen. Machst du den platt? Danke. So aus Prinzip, ne? Ja. Stimmt, wir müssen ins Gefängnis. Wie kommen wir da eigentlich rein? Hier durch die Tür? Mhm. Ah, cool. Gute Arbeit, das mit dem Gefängnis.